Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zum GTA Online. Ein Spiel, was, ich weiß nicht, das ist ein bisschen unbekannt, das kennt so keiner fast. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen euch zeigen, wie ihr in GTA 5 Online-Modus ein wenig schneller leveln könnt. Da gibt es ein paar mehr Sachen, also das wird eine kleine Serie hier sein. Wie level ich legitim relativ schnell? Ja, Torben. Torben, sag mal was. Na? Ihr seid, er ist nämlich auch am Start. Das ist jetzt Folge 1 und wir haben erstmal den ersten Tipp, den könnt ihr auf jeden Fall machen mit relativ niedrigen Level schon. Also wir werden es auch auf Missionen machen, aber wir haben auch einige Glitches, nein, nicht mal Glitches, einfach einige Sachen, die man machen kann einfach. Was war das denn? Jetzt wollte ich gerade die scheiß Mission hosten, jetzt kann ich es nicht machen. Na egal. Wie auch immer. So, falls ihr schnell leveln wollt und Level 36 seid, ist dieses Video perfekt für euch. Ihr geht auf Start, Online. Dann X, Jobs hosten, von Rockstar ist Welt, Missionen und wählt hier begehrt aus und drückt da X und für hosten. Dann hostet ihr die Mission. Am besten macht ihr das mit Freunden, weil es erstens mehr Spaß macht und zweitens gibt es mehr RP und drittens geht es einfacher. Das heißt, ich empfehle euch immer, oder vor allem noch mit Crewmitgliedern. So, ich bin jetzt, stelle immer auf schwer, jetzt immer noch mehr RP, das heißt auf schwer und dann mit Freunden, das ist perfekt. So, jetzt laden wir ihn hier gleich mal ein. Und startet mal, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, habe ich Haftbomben? Weil wir möchten euch zeigen, wie ihr es möglichst schnell hinkriegen wollt. Also es geht ja schon. Oh, es tritt hier so ein Mongul bei, ey, was soll das denn, ey? Der war eben bei mir auch drin. Egal, dann macht er halt mit. Oh, ich wollte auch Haftbomben kaufen, ey. Lad mich doch mal ein. So, jetzt haben. Ja, chill mal. Alle, nee, nicht alle aus da, das ist ein Ravix da. So. Da ist auch noch so ein Mongole, der noch mitmacht. Warum sage ich Mongole? Ich weiß nicht mal, ob das ein Mongole ist. Aber wir warten noch, bis er da ist und dann. Also ihr wisst, wie ihr es hostet und die Daten in, also ich weiß nicht, ob ich hier gleich unten irgendwo im Bildschirm oder so eine Uhr mitgehen lasse. Das weiß ich nicht, ob ich das irgendwie hinkriege, ob ich gerade da Bock zu habe oder. Nee, da Bock habe ich zu, aber ob das einfach ist, weiß ich nicht. Werde ich herausfinden, habe ich noch nie gemacht. Ja, wir starten jetzt und dann gucken wir mal, wie lange wir brauchen mit unserer Methode. Ich würde sagen, man braucht ja einen Sniper für die Mission, aber eigentlich braucht man die auch gar nicht, wenn man das so macht, wie wir das machen. Ja. Den ersten Typen kann man auch ohne Probleme ausschalten, ohne Sniper. Also, viele Leute zeigen das auf YouTube auch mit Sniper, deswegen wollten wir es mal ein bisschen anders zeigen. So, ich starte jetzt hier den Stock und dann seht ihr, wie schnell wir sind. Ich bin fast tot, noch nicht. Okay, und los geht's. Stoppuhr läuft. Okay, den Typen abschießen. Am besten nochmal das Sniper, können wir es nochmal mit normalen Waffen machen. Der ist noch nicht ganz. Ich hoffe, der Typ spielt jetzt auch mit, der da ist. Weil der rusht einfach so zum Auto. Weh, der fährt ohne uns, ne? Dann hate ich den. Zieh ihn raus. Nein. Okay, zwei sollten reichen. Fahr einfach los, fahr los. Ich kann nicht. Da hängt er auch so dran. Ja. Okay, dann fahrt hier runter. Hier sind ein paar mehr Leute jetzt, aber okay. Torben, du weißt Bescheid, ne? Zünde doch. Ja, dadurch bin ich aber gestorben, aber ist egal. Das war zu spät. Nein, das war zu früh. So, dann zündet ihr die scheiß Haftbombe und dann killt ihr erstmal alle, die da unten sind. Torben ist noch am Start. Da. Oh, ich spawn jetzt hier natürlich ein bisschen ungünstig, aber egal. Nehmt euch einfach irgendeine Waffe, die ihr seid. Leute, wie gut sind. Okay, meine beiden. Du hast die viel zu spät gezündet, Mann. Dann wäre ich sowieso gestorben. Ich habe keinen Bock dabei zu sterben. Du wärst nicht gestorben, hättest du die gezündet, wenn ich noch drin sind. Ich hing doch da noch dran. Ja, und? Ja, davon sterbe ich. Nein. Doch, ich bin doch eben davon gestorben. Ja, weil ich ausgestiegen war. Nein, wenn es meine ist, sterbe ich selber davon, natürlich. Nein, ist nicht so. Doch, ist so, ehrlich. Okay, dann egal. Machen wir da mal noch auf, fahren wir hin. Und da ist noch jemand und da ist auch noch jemand. Aber sonst haben wir das doch immer so gemacht. Einmal. Okay. Aber du stirbst nicht davon, weil das auch wieder nicht hochgeht. Vielleicht nicht, wenn du dranhängst. Egal, scheiß drauf. Scheiß drauf, ist doch eigentlich komplett egal. Dann steigt in diesen Cargo-Bob an, der hier ankommt. Dann fahrt ihr hier so hoch. Alternativ könnt ihr die Gegner natürlich auch snipen, aber das dauert einfach viel länger. Und da, wir sind ja hier, um schnell und effizient Geld zu verdienen. Warum kriege ich Schaden? Und dann braucht der Kark, weil die rechte Tür auf ist.
Aber dann braucht der Cargo Bob auch länger, bis er kommt. Ja. Und hier lasst ihr den Container einfach fallen. Nicht, oder? Doch. Und dann warten wir kurz ab. So, und da steht ein bisschen bestanden. Nach 2 Minuten und 27 Sekunden. Und ihr bekommt 12.000 Dollar. Und 1.900 RP. Aber nicht traurig sein, wenn das beim ersten Mal nicht funktioniert, das ist random, wann das funktioniert. Nein, das ist nicht random. Man darf, das funktioniert immer nicht, wenn man... wir können übrigens da Viereck drücken, dann geht es direkt von vorne los. Es funktioniert nicht, wenn ihr den Cargo-Bob dabei zerstört. Zum Beispiel da reinfällt ins Wasser. Also wenn ja, aber ich hatte das auch vorhin, ich habe den Container da einfach reingeworfen, ne? Wenn man die Mission alleine macht, geht das übrigens nicht. Also wenn man die Mission alleine macht... Ich habe das auch alleine geschaut. Ich meine, das geht gar nicht. Also wenn ihr die Mission alleine macht, dann würde ich den Container dahin fliegen, wo er ihn hinfliegen muss. Das dauert eben eine halbe Minute oder so. Aber ja, könnt ihr ausprobieren. Jo. Das war jetzt hier eine 2 Minuten 27 und ich hoffe, das ist relativ schnell. Also wenn ihr dann in einer Stunde, ich kann es jetzt nicht hochrechnen, aber ich denke mal, in 5 Minuten schafft ihr dann zweimal. Das, also wenn es wirklich, nein, schafft ihr nicht, weil ihr dann die Ladezeichen braucht. Sagen wir mal, in 10 Minuten schafft ihr dreimal. Das ist, denke ich mal, ganz realistisch. Dann sind das zusammen über 30.000 in 10 Minuten und 30.000 mal 6, 3 mal 6 sind 18, das heißt 180.000 in einer Stunde, wenn ihr euch anstrengt. Das ist doch voll in Ordnung. Oh. Mario, setz dich jetzt mal bitte ins Auto rein. Ja, okay, das können wir mal kurz ausprobieren für euch. Das probieren wir mal ganz kurz aus. Für die Leute, die es jetzt schon gescheckt haben oder einfach nur interessiert waren, wie man schnell levelt, ja, das war's. Ich hoffe, ihr hattet mit Spaß und wartet ab, bis zum nächsten Video kommen die nächsten Tage. Da haben wir noch ein paar andere Tricks, die eventuell noch effizienter sind. Entweder zum Leveln oder zum Geld machen. Aber das sind die Missionen, die relativ viel Erfahrung, aber eher Geld bringen. Oder ein paar Tricks, die man vor Level 36 levelt. Ja, genau, das kommt auch noch. Also, bleibt mal gespannt. Ja, Junge, das reicht. Ja, dann geh mal, gib geil. Gib Gummi. Oh. Ja, wie fährst du denn? Ich hab hier den Bergschuss. Meinst du, wenn ich sterbe? Nein, steig nicht aus. Nein, mach ich nicht. Ah, bam! Leucht das. Hä? Man stört da tatsächlich nie von. Ich habe jetzt keine Stoppuhr geschaltet, deswegen ich weiß jetzt nicht, wie schnell wir sind. Jedenfalls schneller. Weiß nicht. Nicht zu nah an das Auto ran, sonst wärst du heute an die Granate drüber. Ja, habe ich schon. Das mache ich auch immer, aber ich werfe immer Granaten, die sind günstiger. Ja, ich habe auch gerade Granaten geworfen. Achso. So, dann kommt da schon der Bob. Wie findest du über eine neue MG? Ja, schöne Farbe, ne? Echt super. Ja. Ich habe auch die, denke ich. Aber die ist cool. Ja. Da gibt's aber nur zwei Aufsätze drauf, ne? Ehrlich jetzt? Ja, erweiterte Magazine und Visier. Ich hab da erweiterte Magazine drauf. Da wir auch schwer sind, würde ich nicht sofort dahin rennen, weil der ist mal relativ schnell tot, das wird der gleich feststellen. Oder und der Cargo Bob landet nicht. Wenn man da unter stehen bleibt, du kleiner schlau Fox BMW. Zieh ihn einfach raus. Nein. Doch. Oh nein! Egal, solange er das macht, ist alles okay. Hoffentlich macht er das jetzt auch. Weil wenn nicht, raste ich aus. Aber ist ja auch egal, ihr wisst ja, wie es geht. Wenn er das nicht weiß, ist er behindert. Er ist behindert, legt das da ins Wasser, ja? Weißt du das, wie das geht? Das kommt, schmeiß ihn ins Wasser. Fahr nicht weg! Oh, ist das ein Hässler, ne? Ah, wie kann man nur so doof sein? Mann! Es gibt nicht echt. Er hat es doch eben gesehen. Ich hab ihm noch dabei zugeguckt. Ja! Ist er behindert oder so? Oh. Naja. Ja, okay. Ja, dann sollte ich hier noch nicht gesehen lassen. Meinst du das, was wir gerade aufnehmen? Naja, wie dem auch sein. Er wird uns jetzt die Mission erfüllen, das heißt, wir kriegen gleich das Geld, wir warten mal ganz kurz ab und dann verabschieden wir uns auch für heute. Wenn ihr jetzt wirklich Gas gemacht, schafft es in 2 Minuten 20 Sekunden, denke ich mal. Oder vielleicht sogar noch schneller, ich weiß es nicht. Wir haben es ja nicht wirklich rekordzeitmäßig, aber trotzdem 2 Minuten 27 ist eine relativ schnelle Zeit für 12.000 Dollar. Und ja, würde ich mal so sehen. Wie lange braucht er jetzt noch? Ich guck ihn mal zu. Ah, der ist fast da. Was macht der da? Warum ist er so langsam? Weiß ich nicht. Der will ihn da jetzt ablegen, der legt ihn da gerade ab oder versucht es. Ja, hat doch geklappt. Also so geht das auch. Ja, ihr könnt ihn noch dahin bringen, es dauert einfach noch länger. Ist vielleicht schöner, aber pff,
okay, das war die erste Mission und die erstes Video von wegen schneller leveln und mehr Geld in GTA Online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es doch zur Kenntnis bei mir mit einem Like. Lasst es doch zur Kenntnis bei mir mit einem Like, so nennt sich das. Und noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.